Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Amp-Device. Ein Verzerrer, ein Verstärker, kennt man vielleicht diese Gitarren-Kofferverstärker. Und wie das Device im Detail aussieht und wie man das benutzt, das erkläre ich euch jetzt, aber legen wir doch erstmal los. So, hier unten habe ich schon mal das Amp-Device geladen. Und vielleicht mache ich das Ganze hier noch ein bisschen größer. Dann sieht man das alles so ein bisschen besser. Und den hier ein bisschen kleiner. So. Und dazu habe ich ein Instrument kreiert. Das hier ein bisschen leiser und stellen wir einfach mal den Amp in der Standard mit dem Standard Preset an und dann klingt das Instrument so. So, also das heißt, dieser Amp verzerrt, verstärkt teilweise den Sound und ja, verändert ihn entsprechend. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz über dieses Device generell rüber, damit wir so einen kurzen Überblick haben. Und dann gehe ich auf die einzelnen Sachen ein. Und zwar hier ist der eine Ausschalter, hier haben wir die verschiedenen Presets, da gibt es etliche davon. Hier ist der Titel, da kann man die Fernsteuerung, Remote Controls ein- und ausschalten. Hier unten die Modulatoren ein- und ausschalten. Dann gibt es hier ein EQ, der das Eingangssignal, also Input EQ, bearbeiten kann, wo wir einen Low Cut, einen High Cut und einen Mittenanhebung oder Absenkung, Boost oder Attenuate erledigen können. In der Mitte sind dann die verschiedenen Verstärkermodelle hier aufgeführt, inklusive den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten und der Verstärkung. Dann gibt es noch einen Output-EQ, wo man den Sound, der erzeugt worden ist, dann auch nochmal modellieren kann mit einem Low-Cut, einem High-Cut und einer Mitten-Boost und Attenuate, also Anheben oder Absenken der Lautstärke. Dann gibt es das Kabinett und das Kabinett ist nichts anderes als der Koffer. Also sprich das Gehäuse des Lautsprechers, da kann man auch noch drauf Einfluss nehmen und hier gibt es auch noch die verschiedenen Gehäuseformen oder Materialien, dass man dann hier mit dem Color einfärbt. Dann gibt es hier nochmal die Möglichkeit in einem Pre-Container das Signal, bevor es in den Amp reingeht, nochmal zu verändern. Den ganzen Amp hier auf Stereo stellen, der läuft standardmäßig auf Mono. Und dann das veränderte Signal, also das geampte Signal, kann man hier nochmal mit irgendwelchen Effekten bearbeiten, bevor es dann hier über den Gain nochmal verstärkt oder abgesenkt werden kann und dann zum Original dazu gemixt oder komplett nur als Amp-Signal genommen wird. Ich nehme jetzt die ganze Zeit einfach nur das komplette Wet-Signal, also nasses Signal, damit man das alles auch ein bisschen besser hört. So, gehen wir aber jetzt im Einzelnen drüber. Das ist der Input-EQ. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas spiele, kann ich das Input-Signal, was in den Amp reingeht, kann ich verändern, so dass nur dieser Bereich, den ich hier angebe, quasi mit dem Amp bearbeitet wird. So, und den kann ich natürlich auch auf Bypass schalten. Und hier nochmal einen Doppelklick zur Sicherheit. Dann wird das Signal überhaupt nicht bearbeitet und geht dann so direkt rein. So, und überspringen wir das hier mal. Und dasselbe geht hier mit dem Output-EQ. Da geht das Signal, kann ich auch alles auf Bypass schalten. Das heißt, ich mache keine finale Bearbeitung des Signals. Das heißt, Signal geht hier rein, kriegt hier irgendeine Verstärkung, geht dann hier in das Kabinett durch die verschiedenen Stufen raus, wenn ich dann noch was definiere.
und dann so einfach raus. So, laden wir aber nochmal das Default Preset. Das sieht ja so aus. Nehmen wir das einfach mal. So, also das sind erstmal die beiden EQs. Nichts Besonderes in dem Sinne, aber sehr praktisch, dass man einfach das Signal vorher und nachher noch ein bisschen bearbeiten kann. So, in der Mitte sind jetzt die verschiedenen Verstärkertypen bzw. die Einstellungen des Verstärkers. Hier oben gibt es einen Smooth, ein Analogmodell, ein Class A, Class AB, Transistormodell, Pixelated und so weiter, so verschiedene Modelle. Da müsst ihr euch kundig machen, wenn ihr das wissen wollt, was das alles ist. Ganz ehrlich, habe ich von Gitarrenverstärkern nicht wesentlich viel Ahnung, aber die machen alle einen unterschiedlichen Sound. Teilweise ist das mit Tube-Röhrenverstärker und ja, das hört man dann auch dann so ein bisschen. Standardmäßig ist, glaube ich, auf Class A oder Class AB eingestellt. Und dann kommen wir schon zu den verschiedenen Reglern hier. Der Bias-Regler, der DC-Bias-Regler ist nichts anderes. Wir hatten das schon ein paar Mal. Es gibt hier das DC-Offset-Gerät. Und wenn ich hier eine Wellenform einspiele, kann ich mit dem Bias quasi die Welle korrigieren. Und hier ist es so, dass ich die Welle nach oben korrigieren kann. Das heißt, ich kann dir in den oberen Rand schieben, sodass ich quasi die Welle nach oben zusammendrücke. Das heißt, normalerweise so eine Sinuswelle, wie ich sie normalerweise habe, ist dann einfach quasi von der Mittellinie nach oben verschoben, wird nach oben gedrückt, und je weiter ich den Drive dann aufdrehe, desto heftiger wird dann die Welle oben zusammengedrückt, weil der ganze Dynamikbereich einfach immer weiter reingedrückt wird. Das heißt, wenn ich hier was mache, ich hatte vorhin mal leider nur eine Welle, da hat man das schön gesehen, wie das so nach oben ging, habe ich jetzt leider nicht mehr hingekriegt. Aber man sieht schön, wie die normale Welle, oder man hört das eher, man sieht das nicht, wie die immer mehr in die Verzerrung reingedrückt wird, obwohl ich ja eigentlich das Level hier überhaupt nicht erhöhe. Aber dadurch, dass die Welle quasi an den oberen Rand gedrückt wird, findet oben natürlich schon eine Verzerrung mit der normal lauten Welle statt. Und irgendwann kippt das dann, weil wenn unten nichts mehr nachkommt, dann wird das auch wieder leiser. So, das ist der Bias-Regler, DC-Offset. Bias-Regler, den wir schon kennen und der im Prinzip nichts anderes macht, als die Wellenform nach oben zu drücken, insgesamt von der Nulllinie weg. So, der SAG-Schalter kommt meines Erachtens oder meines Wissens auch von der Röhre her. Und eigentlich ist der relativ einfach zu verstehen. Wenn ich jetzt hier ein Signal habe, ich verstärke das hier gerade mal. Der SAG ist nämlich sowas, vielleicht ein bisschen was wie vergleichbar, nicht wirklich ganz wie so ein Kompressor mit einem Decay. Das heißt, wenn der aus ist, der SAG, geht die Wellenform so komplett durch. Und wenn ich den einschalte, dann sieht man, dass am Anfang so ein Transient übrig bleibt und er dann wie so ein Decay die Wellenform so abfeilt. Also so ein bisschen Wave Shaping, oder? Nicht nur ein bisschen, ist Wave Shaping. Vorne ist jetzt noch so ein Transient. Und nach hinten wird es einfach leiser. Also so ein Decay. Dadurch, dass ich die Wellenform jetzt noch weiter nach oben drücke, wird natürlich die Verzerrung jetzt auch größer und irgendwann wird das wieder ein bisschen kleiner, weil da kommt ja unten nichts mehr nach. Das heißt, mit dem SAG kann ich einfach die Dynamik des Sounds einfach nochmal so ein bisschen anpassen, aber ich habe dann trotzdem noch so einen Transienten am Start.
mal längere Töne, sonst hat man den Eindruck, das wäre einfach nur ein Plug. So, und der Drive ist natürlich die Verstärkung, die nur bis zu einem bestimmten Level geht. Drüber geht es dann einfach nicht mehr. Und je nachdem, was ich hier oben halt auch einstelle, habe ich unterschiedliche Verzerrer-Verstärkerformen. So. Und dann haben wir hier ja als nächstes wieder den Output-EQ. Das heißt, ich kann hier auch nochmal was anderes einstellen. Und hier unten auch auf Bypass stellen oder die EQ auch ändern. Geht natürlich hier auch. Kann ich auch nochmal die EQ ändern, wenn ich das möchte. Und dann kommen wir zum Kabinett. Und das Kabinett ist nichts anderes als der Koffer selbst im Prinzip. Also die 3D-Darstellung des Koffers. Und da sieht man schon die Breite, die Höhe, die Diagonale und noch ein Resonanzfaktor, heißt er das? Kabinett Reflection. So, und zwar wird hier einfach die, ja, die Reflexionen mit einbezogen. Und wenn ich den Mix hier voll mache, wird die Reflexion komplett einbezogen. Und das kann ich hier auch ändern. Bis 3 Meter. Also das Ding kann 3 Meter breit sein, 3 Meter hoch, 3 Meter in der Diagonale. Und da kann ich einfach noch die Anzahl der Reflections einstellen, beziehungsweise die Prozentzahl, der Anteil der Reflections einstellen. So, und dieses A bis H sind dann, kommen dann ins Spiel, wenn ich hier Color mit reindrehe. Das sind dann vermutlich bestimmte Materialien, die verwandt worden sind für diese Box hier. Verschiedenen Einstellungen hier rumspielen. Und hier oben kann ich dann auch noch die Phase verdrehen. So, das ist das Kabinett. Also sprich, das Kabinett kann ich mit einbeziehen, hier mit diesem Mixschalter, entweder komplett aus oder an. Und dann kann ich hier noch verschiedene Einfärbungen des Sounds, also Material hier, Holz, Plastikröhrchen, fair getradete Kaffeeummantelung oder was auch immer, was da die Materialien sind und wie die einfach reagieren auf den Sound, wie die den reflektieren. Dann, wie schon gesagt, ein Pre-Container, wo ich dann noch weitere Effekte reinpacken kann, die auf den Sound einwirken, bevor dann hier in den Input-EQ reinkommt. Das ganze Signal auf Stereo umstellen und Post-Signale, um das reine verzerrte Signal dann auch nochmal zu bearbeiten. Hier kann ich das Ganze nochmal insgesamt lauter und leiser machen. Und hier habe ich den Mix-Regler für die Mischung von Signal und Effektsignal, von Originalsignal und Effektsignal. Das ist schon der Amp. Da kann man eine ganze Menge mit rumspielen. Das macht auch eine ganze Menge Spaß. Und ich finde, Amps hören sich auch immer gleich besser mit Reverb an. So, und wenn man hier dann noch so ein bisschen rumspielt. Thank you.
Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Dann kriegt ihr eine Information, wenn ich neue Videos hochlade. Und was mich sehr freuen würde, wenn ihr kommentiert, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr vielleicht auch eure Erfahrung oder eure Tricks drunter schreibt, damit das die anderen auch lesen können und ich sowieso ich lesen kann. Bin ja auch immer interessiert an neuen und auch sehr an sehr ungewöhnlichen Techniken. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann meldet euch einfach, kommt in unseren Discord-Kanal. Der ist schön ruhig, sehr angenehme Menschen und ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Video wiedersehe. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.